Heißt Ozean sein Name? Ja, sein Album heißt Ozean, Digga. Ozean, Kalim, Hafdiabi, wir gehen rein in das Ding. Let's go. Beat bei Brasco und Suzuki. Suzuki, okay. Suzuki. Brasco. Video im Wasser macht Sinn. Ja. Ozean. Ozean, ihr wisst. Ich verstehe so. Water Drip. Trag ein Plus an mein Finger, ein See um mein Arm und ein Ozean um mein Hals. Trag ein Ozean um mein Hals, Digga, wegen Drip, Drip, Drip. Drip zu hart, Digga. Okay, easy. BVS auf der Kürbelink, ich bin MVP, du spielst Punk. Trag ne Glock in der Leber, ich bin bereit, wenn es Krieg heißt. Digga, Kalim im Video immer Frauen. Ja, Digga. Der liebt so. Ja, ist auch cool. Guck in die DM, seh deine Bitte. Sie sagt, du bist der Go. Trag ein Plus an mein Finger, ein See um mein Arm und ein Ozean um mein Hals. Boah, auf Haferfehl sein Part bin ich richtig gespannt, ne? Auch so eins sagt? Ich bin MVP, du spielst Punk. Trag ne Glock in der Leber, ich bin bereit, wenn es Krieg heißt. Ich bin on Go. Guck in die DM. Also, das Video wurde auf jeden Fall in der Türkei gedreht. Weil Hafti ist da extra hingeflogen und so, Digga. Bitte, sie sagt, du bist der Go. Ich trage Maison Margiela. Ich hab ein Pferd auf mein Lenkrad. Haha, das ist schon ein Lenkrad, Digga. Ich merk schon, der geht so weit. Komm, meine Schulter. Nie wieder Kilos, nie wieder Packs. Digga, das Schnee von gestern. Ich penne im Ritz, zähl 100k, zähle unzählige Blessings. Digga, sieht so geil aus aus der Jacht. Ich will auch unbedingt mal auf eine Yacht. Einfach so. Ich kann nicht schwimmen. Ja, deswegen, Digga, selber die Yacht geht unter Vorhängen. Was willst du machen? Ja. Rettungsboot? Ja, mäßig. Digga. Spiele mit Bad Bitches und keine von ihnen schaut Netflix. Oh nein, ich trag Bottega Veneta. Boah, was für eine Tschüss. Geil. Was ist das für eine Aussicht, Digga? Boah, das sah richtig krass aus. Boah, das sieht richtig geil aus, ja? Ja, Digga. Also, oh, ja, ganz gut. Sag mal. Boah, Digga, krass Aussicht. Song ist auf jeden Fall brett. Sturmhaube auf, no face, no case. Copy ich ein Urus oder copy ich ein Rave? Diesmal wird nichts aus Copy und Paste. Digga, ich sag Digga, euch, das ist ein Brett. Das ist ein Brett, ne? Das ist wirklich Brett. Ich muss hier noch ein paar Mal rein. Guck da, wie. Muss man richtig durchhören. Safe. Ja, das geht von Tamabukos bis nach Haus 3. Du weißt, woher. Boah, Digga, die Aufnahmen sind geil, Digga. Video sind wirklich. Im Herzen ist Lowlife. Trag ein Plus an mein. Tschüss, Digga. Stell dir vor, ihr habt so eine Villa. Ihr seid durch mit dem Leben. Geil. Ein Finger, ein See um mein Arm und ein Ozean um mein Hals. BVS auf der Kürbelink. Ich bin MVP, du spielst Punk. Der Kalim. Ja, also Kalim, sein Part ist. So sehr. Kalim, sein Part sehr stark. Also, das ist ich sag, Kalim, Ufo, Luciano sind für mich Top 3. Das, also ich meine, geh mit den drei, ne? Das sind das meine Top 3 Rapper. Real Talk. Ohne reden. Ohne Top viel quatschen. Vor allem Kalim im Krankenhaus, der hat mich therapiert, was Musik angeht. Ich sag dir ehrlich. Mich therapiert. Glock in der Leber, ich bin bereit, wenn es Krieg heißt, ich bin on go. Guck in die DM, seh deine Bildchen. Sie sagt, du bist der Go. Eure Stab. Okay. Jetzt kommt Hafti, mal gucken, was der Mann macht, Digga. Ich bin aus. Ich hoffe, der Zahn siegt. Wir schauen. Eure Stab und so wie Goldbahn. Freund von Japan, hab im Teich Koi-Karpfen. Bonsai-Bäume, 900 Jahre alt, eingezäunt in meinem Garten. Er hat Rolex-Kette? Hat sich gesehen, Rolex-Anhänger hat er. Ja, hab ich gesehen. Das ist doch sympathisch. Okay, Rolex-Anhänger, was hat der am Arm? Oder mal, glaube ich. Ja, ich auch was, oder mal. Lexus, denn ich fahr Jeep. Ich mach Party auf Reisman auf Saki. Yushi Yamamoto, mein Outfit. Und mein Parfüm ist von Issey Miyake. Kennst du die Leute schon mal gehört, diese Namen? Ja, ja, klar. Was sind das für Leute? Designer, die Leute wissen ja nicht. Modedesigner, Nathan Yamamoto, Issey Miyake. G-Shock? Ist das ein G-Shock? Ich hab keine Ahnung. G-Shock? Nein, das ist doch kein G-Shock. Scheiße. Der Brudi bestellt grad Sushi. Denn die Bitch sagt, sie macht Fisch. Ich mach mir Die mag Fisch. Ach so. Ja. Doch, Digga. Also ich distanziere mich von Sushi. Ich mag Sushi nicht so. Ja. Ja, wichtig, Digga. Die Zeichen dürfen nicht fehlen, Digga. Auch Digga. Naja. Ich lach mir schief und ich sag nicht, Kuba auf meinem Teller auf dem Lastisch. Ich mach Money in Tokio, Japan. Doch in Amsterdam im Hotel Okura. Okay, Hotel Okura. Warst du schon mal? Nee. Du warst in anderen Hotels, ne? Ja, ganz so andere. So Rotlichtmilieu. Egal. Ich schü 1000 Liter Ruko nur mit zu ins Bad, denn es ist Pazifischer Ozean. Trag ein Plus. Ja, okay, jetzt Haftfehl, sein Part auch sympathisch. Also, okay. Er ist nicht so gut wie Kalim, aber auch sympathisch. Ja, okay. Müssen wir auch mal nochmal. Aber muss man auch durchhören. Müssen wir alles nochmal durchhören gleich und dann können wir das nochmal richtig bewerten eigentlich. Ja. Mein Finger, ein See um mein Arm und ein Ozean um mein Hand. BVS auf der Kürbelink, ich bin MVP, du spielst Punk. Maybach, Digga, you know was, ist das Haftbefehl seiner? Ich weiß es nicht, kann sein. Ist das der neue? Ich weiß es nicht, kann auch sein. Guck in der Leber, ich bin bereit, wenn es Krieg heißt, ich bin on go. Guck in die DM, seh deine Bildchen. Sie sagt, du bist der Go. Trag ein.
Also geiles Video, Digga. Geiler Song. Kriegt auf jeden Fall Daumen nach oben. Sehr gute Kombination. Haftbefehl, komische Zeichen. Haftbefehl, Kalim, Digga, gab's auch noch diese Kollabo. Hab ich auch noch nicht gehört. Wer das Video gedreht, steht hier nicht. Video, ah, doch. Wessex. Sehr gut gemacht. Die Aufnahmen waren geil, Digga, ja. Ich bin gespannt, wie Kalim sein Album wird. Ich glaube, sein Album wird aber... Album wird Banger. Album wird Banger. Ja. Ich habe hab jetzt auch gecheckt, MVP ist auch Banger-Album gewesen. Ja, ist auch. Das ist richtig geiles Album. MVP ist ein krasses Song. Sehr. Deswegen auf dieses Album bin ich sehr gespannt. Kalim. Kalim. Top 3 auf jeden Fall. Schreibt, was sagt ihr zu dem Song? Schreibt eure Meinung gerne. Wir interessieren uns dafür.